Trainingsgelände Westender Straße. Heute mit der Begegnung aus der Junioren-Bundesliga West. Der MSV Duisburg, die U19, trifft heute gegen den Tabellenletzten, gegen den VfB 03 Hilden. Wichtiges Spiel für die jungen Zebras. Man will einen Dreier einfahren und wir fackeln nicht lange. Wir gehen ab in die erste Halbzeit. Da kommen beide Mannschaften. Der MSV wie gewohnt natürlich in Weiß-Blau und die Hildener in Schwarz. Und Trainer Engin Wural hat seine Jungs hoffentlich gut eingestellt, damit man den Dreier natürlich an der Westender Straße behält und somit den Klassenverbleib sichert. Nämlich dann wird in der nächsten Saison erneut Bundesliga gespielt, hier auf Junioren-Höchstebene. Und die Jungs, die sind natürlich bereit, feuern sich hier nochmal an. Aber auch die Gäste aus Hilden, die haben ja nichts zu verlieren. Man weiß, dass man abgestiegen ist. Und die Hildener legen noch direkt los, ganz am Anfang. Kopfball, der geht daneben. Aber der Ball ist noch nicht geklärt. Da kommt er rein und da ist es fast passiert. Und Hilden bleibt dran. Guckt sich das einer mal an, was die Gäste hier machen. Und da wusste geklärt werden mit Pfosten. Und dann ist er, Leon Schübel, ist er da und klärt zur Ecke. Eine Sensationstat. Und jetzt der MSV. Die Antwort der Duisburger, Noah Kaschama. Und da macht er den Ball rein. Da muss das Tor sein. Nein, da geht er drüber. Was für eine Chance. Jetzt heißt es aufgepasst. Man guckt sich mal diese Szene hier an. Da kommt der Ball, da wird er drauf. Der hat Pfosten. Und da muss er doch drin sein. Nein, 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 der Torhüter kratzt den Ball noch vor der Linie weg und kein Tor entscheidet der Schiedsrichter. Und dann auf der anderen Seite die Hildner. Da ist der Führungstreffer. Unfassbar. Drüben hatte der MSV die Chance und jetzt führt der Gast aus Hilden hier mit 1:0. So ist Fußball. Kommt die Antwort der Zebras. Hier über die Außen einmal. Jetzt gleich muss der Ball reinkommen. Und da ist er, Noah Kaschama mit dem Kopfball. Aber klappt nicht, gut abgewehrt. Und auf der anderen Seite, die Hildner, die wollen hier das 2:0 markieren. Das wäre natürlich schon eine kleine Vorentscheidung, aber als Tabellenletzter hier so aufzuspielen. Aber man gibt ihnen auch die Räume, die haben hier sehr viel Platz in der ersten Halbzeit. Dann kommt ein Kopfball, aber keine Probleme für Leon Schübel. Zebras bleiben dran, Eckball. Da kommt der Ball rein, Noah Kaschama steigt hoch und ach, auch knapp hier vorbei. Also wie ein Tabellenletzter oder ein Abstiegskandidat spielt Hilden hier überhaupt nicht. Die kombinieren sich hier fein durch. Leon Schübel, Glanztat. Der Ball ist noch heiß von Hilden. Da kommt der Ball jetzt nochmal rein. Und da wird gleich Leon Schübel nochmal zur Stelle sein. Genau, da ist er. Da faustet er ihn raus und jetzt ist der Ball geklärt. Der MSV will unbedingt den Ausgleich und hier eine Möglichkeit. Aber auch der Schlussmann der Gäste ist auf dem Posten. Keine Probleme. Aus dem Spiel klappt nicht viel hier bei den Zebras in dieser ersten Halbzeit. Wieder Standard, Eckball. Und der Ball kann geklärt werden. Aber da ist er, Leiflinich mit der Chance. Aber auch den kann der Keeper der Gäste problemlos halten. Und dann war es soweit. Jawohl, der Schiedsrichter pfeift zum Pausentee. Es steht 0:1 aus Sicht des MSV. Also hier muss man unbedingt eine gewaltige Leistungssteigerung haben, damit man hier vielleicht noch als Sieger vom Platz geht. Aber im Fußball ist ja alles möglich. Wir schauen rein in die zweite Hälfte. Eins konnte man sagen, die Duisburger hatten sich etwas vorgenommen. Mit viel Schwung ging man hier zur Sache, auch wenn jetzt hier dieser Ball noch nicht für Gefahr sorgen sollte. Aber die Zebras, sie wollten und sie drückten jetzt. Und man versuchte, sich Chancen hier herauszuspielen, auch wenn die Abwehr jetzt hier noch von Hilden sattelfest hinten drin stand. Aber man musste aufpassen auf die Gäste, denn die spielten das wirklich clever hier im 16er. Aber man hatte natürlich noch einen Leon Schübel im Tor, der hier hellwach war. Wir sind in der 58. und da, oh, was, oh, ein Pfiff, da ist es. 11 Meter für den MSV. Das war berechtigt, denn er geht hier nur auf den Mann und legt den Duisburger. Es gibt noch die gelbe Karte und eine große Gelegenheit für den MSV jetzt hier, den Ausgleich zu erzielen. Luka Blažević legt sich den Ball zurecht. Er kann jetzt den Ausgleich machen und seine Mannschaft zurück in dieses so zähe Spiel führen. Ein wirklich kampfbetontes Spiel. Und jawohl, da ist das 1:1 durch Luka Blažević. Jetzt waren die Zebras da, der MSV wollte mehr und wieder über die Außen. Noah Kaschama mit der Chance, aber hier Hilden auf dem Posten.
jetzt mal auf die andere Seite, über die linke Seite. Hier machen sie es gut. Nur Kashama legt den Ball vorbei und dann ist er auf und davon. Da kommt der Querpass und da muss das 2-1 sein. Was macht er da? Er senzt ihn drüber. Ich hätte fast gesagt, den mache ich mit der Picke. Und auf der anderen Seite. Hilden im Strafraum der Duisburger und ui, da hat der MSV Glück, dass es hier keinen Elfmeter gibt. Duisburg wollte das 2-1 und so spielten sie auch aggressiv und immer wieder jetzt über diese linke Seite und das machten sie wirklich gut. Da kommt die Flanke rein und jetzt die Möglichkeit, es wird abgelegt, aber knapp vorbei, ganz nah am Führungstreffer. Und der MSV, und da rollte die Angriffslawine weiter. Immer wieder versuchte man es. Und jetzt nur Kashama, meine Güte, und nochmal. Aber es bleibt weiter beim 1-1. Freistoß für den MSV, den führte Goalkeeper Leon Schübel aus. Er ist bis an die Mittellinie vorgekommen. Und jetzt, der misslingt, und jetzt rollt der Konter, der Hildner. Aufgepasst, oben die linke Seite, ganz frei. Leon Schübel ist noch nicht sortiert. Und da muss der Abschluss kommen, und der kommt nicht richtig. Meine Güte, Glück für den MSV auch hier. Hätte vielleicht auch hier das 2-1 sein können. Diese Szene ist ungeschnitten. Die soll einfach mal zeigen, wie toll der MSV sich immer wieder die Bälle erobert. Und hier eine schöne Flanke nach vorne auf Luka Blažević. Was macht er denn? Der guckt den Keeper aus mit dem Außenriss. Was für ein tolles Tor hier. Doppelpack für Luka Blažević. Und den weiß er auch zu feiern. Und er rennt hier zu seinen Kameraden. Und hier wird das Tor gefeiert. Führungstreffer für den MSV. Und das ist auch total verdient, denn man hat hier die zweite Halbzeit wirklich den Ton angegeben. Wir sind schon in der Nachspielzeit und man muss hier aufpassen. Hilden hier nochmal mit einer Möglichkeit, aber der Ball geht am Tor vorbei. MSV bleibt im Ballbesitz und dann gibt es hier diese unschöne Szene. Und die wird auch vom Schiedsrichter zu Recht mit Rot geahndet. Das ist das Schöne beim Aufzeichnen. Man kann schon vorwegnehmen, denn das ist hier tatsächlich der letzte Eckball, die letzte Standardsituation. Ja, da habe ich den Pfiff nicht mehr ganz drauf, aber es ist Schluss. Der MSV gewinnt das Spiel hier mit 2-1 und sichert sich damit auch in der kommenden Saison die Spiele in der höchsten deutschen Jugendspielklasse, nämlich in der Junioren-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch an das Team von Engin Bural und alle, die mitgewirkt haben, vor allem die Spieler, haben sich das total verdient. Ein kampfbetontes Spiel hier an der Westender Straße und ich verabschiede mich und sage da mal bis auf bald.